21 Jahren war ich schon hier bei der ersten Ausgabe der Aktion Eine Stadt, ein Buch, hier im Rathaus, damals mit Frederik Morten. Und jetzt freue ich mich ganz besonders, diesmal für das Wiener Bezirksblatt TV hier sein zu dürfen, bei der 22. Ausgabe dieser großartigen Aktion. Ich finde es eine wunderbare Aktion und eine weltweit einzigartige Aktion. Hier wird hunderttausenden Lesern ein Buch geschenkt, mit dem sie sich auseinandersetzen können, und in diesem Jahr ein besonderes Buch, das sozusagen eine Elterngeneration und eine Kindergeneration gleichsam einfach beglücken kann und in die Welt der Fantasie entführt. Und das ist ein großes Zeichen für Kultur in dieser Stadt. Wir sind Partner von Eine Stadt, ein Buch, seit jetzt 21 Jahren, von Beginn an. Wir machen das sehr gern. Wie passt es zur Wienenergie? Ich glaube sozusagen, der Bogen ist da relativ leicht auch gespannt. Wir sind für die Versorgungssicherheit in dieser Stadt zuständig, für Strom und für Wärme. Wir versorgen zuverlässig alle Wienerinnen und Wiener. Und es gibt auch so etwas wie eine, weiß ich nicht, kulturelle und geistige Versorgungssicherheit. Da gehört Lesen dazu, da gehört Kultur dazu, und darum sponsern wir diese Sachen sehr, sehr gerne und sind gerne Partner. Das ist ein tolles Gefühl, ein Buch, das man vor 30 Jahren geschrieben hat, nochmal auferstehen zu sehen und in der ganzen Stadt verteilt. Das macht natürlich eine wahnsinnige Freude. Und ist das jetzt eigentlich ein Katzenroman oder ein Liebesroman? Es ist beides. Es ist für die Kinder eine Tiergeschichte und für die Erwachsenen vielleicht eine Liebesgeschichte. Es ist einfach eine Geschichte, die sich nicht einordnen lassen will. Vielen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen. Dankeschön. Dankeschön.